dafür Mökan starb natürlich als kleiner Welpe. Guck mal, was ist denn das für ein Ding? Ey, wir sind so... Oh, und jetzt bin ich direkt schon ein normaler Hund gerade geworden, ne? Und jetzt kann ich sogar hier das größere Fleisch essen. Und kann dann so... Oh mein Gott, Bro, was ist denn das? Was denn? Ein Cerberus, hä? Und wir können jetzt hier so langlaufen und hier diese komischen Teile einsammeln. Was ist denn das jetzt hier für eine Ratte? Was ist das denn für ein ekliges Ding? Das ist eine nackte Katze. Katzendämon. Oh, wir müssen hier durch die ganzen Steine pfeffern, aber nur bis 2,6. Okay, das kriegen wir noch mehr hin. Oh, und jetzt sind wir hier in einem Labor. Wer bist denn du? Ich bin anscheinend der krasse Professor und ich kann jetzt hier anscheinend diese Teile einsammeln, die ich gerade eben in der Runde eingesammelt habe. Dann kann ich die hier auf den Tisch legen, mal. Und durch diese Teile geht es anscheinend durch so eine neue DNA oder sowas durch. Dann haben wir so kleine DNA-Boxen und diese DNA-Boxen können wir hier anscheinend hinlegen und verkaufen? Guck mal, legen wir jetzt hier hin. Und dadurch kriegen wir, siehst du hier oben? Ah, richtig gut. Einfach kriegen Geld. Kriegen wir einfach Geld, Bro, hä? Wie krass ist denn das, bitte schön, gerade? Jetzt haben wir gerade schon mal $3. Ja, und $4. Hä, wie krass ist denn das, bitte schön? Okay, warte mal, dann. Ich gehe mal ganz kurz hier hin, schnappe nochmal die Teile, leg nochmal hier rauf. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt hier in die nächste Runde rein. Denn wir können nämlich anscheinend auch so neue Tiere, sehe ich hier gerade, holen. Und sogar Level 1 und so steht da, ne? Da kriegt man, das kostet $5. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe und das Geld mir schnappe, kann ich dann jetzt hier das Level 1-Ding kaufen? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube schon. Kann man eigentlich... Ja, guck mal. Oh, zwei Stück. Jetzt haben wir sogar schon zwei verschiedene DNAs. Okay, das ist krass. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen wieder rein durchs Portal jetzt hier. Na, einfach kurz reingehen. Sind wir hier wieder ein kleiner Welpe. Können wir nicht als kleiner Welpe auch in eine Runde rennen? Wie sie, oh, okay, das war's dann. Ich meine, wir können probieren, aber ich glaube nicht, dass wir damit weit kommen. Ja, das stimmt. Also wir können es gleich mal probieren, ob wir... Oh mein Gott. Oh. Wenn wir dann hier... Die Tore gehen erst auf, wenn wir Cerberus sind, ne? Ja. Oh, und jetzt hier alles schnappen jetzt hier. Zack, zack, zack. Auch noch jetzt hier die zwei Teile. Jetzt gegen den Nacktmulch auch noch kämpfen. Wieder. Kessdämon. Und bam, bam. Ich schlag so schnell, wie es geht, ne? Und er fliegt. Yo. Alter, aber es ist wieder bis 2,6, ne? Also wir haben noch nicht, wir sind noch nicht stärker oder sowas geworden. Aber ich glaube, dafür sorgt jetzt hier gleich unser Professor. Oh, wenn wir jetzt hier viel? Diese Teile... Ey, jetzt haben wir echt voll viel gerade bekommen, ne? Das ist gerade mehr als eben. Und die gehen auch jetzt, guck mal. Ah, jetzt verstehe ich das Level-Upgrade, was sie gemacht haben. Denn, guck mal, wie schnell jetzt hier diese Boxen gesammelt werden, weil es durch zwei DNAs gejagt wird. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Tatsache. Jetzt haben wir alle Boxen und jetzt können wir die alle direkt schon hier rauflegen. Und jetzt werden die alle direkt zu Geld. Okay, das ist krass. Das heißt, wir gehen jetzt mal direkt wieder rein in die nächste Runde. Und in der Zeit wird das jetzt zu Geld gemacht. Und dann können wir vielleicht gleich schon irgendwie eine Spinne oder sowas werden, ne? Hä, ist die Anzeige links, ist die größer geworden? Die Anzeige? Du meinst die Stärkeanzeige? Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier sogar schon ist so irgendwelche krassen Bälle. Alter. Da müssen wir aufpassen auf jeden Fall. Vorsicht, auf! Ah. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was mitgenommen, ich habe 24 Stück. Und jetzt hier geht's wieder gegen diesen Katzendämonen. Boah, ey, die haut dich einfach. Bam! Oh, und die geht diesmal nur bis 2,5, also diesmal weniger sogar, ne? Ja, aber guck mal. Hier, guck mal, wie viel jetzt hier gerade ist. Yo. Was geht denn jetzt? Ich kann gerade nicht mehr sammeln. Ich habe jetzt zu viel auf meinem Rücken. Muss einmal jetzt ganz kurz alles hier zack ablegen. Und hier nochmal neu drauflegen. Und ich sehe gerade, dass unser Geld nur gesammelt wird, wenn wir hier quasi in diesem Bereich chillen. Also wenn wir quasi losgehen und neue Tiere bekämpfen, dann kriegen wir gar kein neues Geld, sondern das wird irgendwie so gestoppt. Sehe ich gerade. So, dann lass uns einmal hier alles einsammeln und dann hier schön rauflegen. So, dass wir wieder neues Geld bekommen. Jetzt hier schön alles einmal aufs Fließband rauflegen. Das wird sogar oben gestapelt und sowas. Richtig gut. So, zack. Und dann kriegen wir nämlich jetzt... Vielleicht können wir ja gleich schon als Spinne machen. Als Spinne, ja, das glaube ich nämlich jetzt auch, weil jetzt könnte ich hier nämlich ein bisschen noch Geld einsammeln, so. Und es sind noch $2, komm schon, noch ein und einer fehlt doch hier, okay. Yo. Und jetzt kaufen wir direkt mal hier das neue Tier und zwar haben wir jetzt hier, oh mein Gott, eine Spinne. Hä? Wir können es nicht aussuchen. Bedeutet, sind wir beides? Warte mal, ich gucke jetzt mal. Ich gehe jetzt mal... Doch, jetzt bin ich hier die Spinne. Lol. Und jetzt esse ich hier irgendwie anderes Fleisch. Jetzt esse ich so Fischfleisch. Hä? Tatsache, Spinnen. Und jetzt bin ich eine Tarantel. Jetzt bin ich schon eine Tarantel gerade. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Fleisch esse, dann werde ich zu einer... Was denn das? Eine Arantschne. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall sieht die Spinne echt ganz schön heftig aus, ne? Richtig krass. Schon wieder neue Hindernisse. Neue Hindernisse auf jeden Fall. Guck mal, es bewegt sich jetzt hier sogar. Okay, ich habe. Oh mein Gott, ich habe alles eingesammelt. Was ist denn das für ein Gegner? Was ist denn das für ein Ding? Lava-Gigant. Wow. Yo.
okay. Oh. Der wurde aber bis 2,6 Grad gepfeffert, sehe ich gerade, ne? Wie viel? Hä? Und jetzt haben wir gerade wieder extrem viele von diesen Teilen, ne? So einmal schön hier alles wieder reinsammeln, reintun. Und auch das hier nochmal ganzes reintun. Und ich glaube, es ist schlau, wenn wir... Oh, warte mal, was ist eigentlich das hier für ein Teil? Was ist denn das für ein Gerät? Das ist, glaube ich, ein Müllsack. Ich glaube auch, das ist ein Müllsack oder so. Also das sieht auf jeden Fall ganz, ganz komisch aus. So, warte, lass uns mal hier das Geld einsammeln. So, ein bisschen Geld einsammeln, haben schon 12 Dollar. Aber vielleicht kommen wir ja weiter, wenn wir unsere DNA erweitern mit 45. Das habe ich nämlich auch das Gefühl. Wenn wir jetzt hier gleich Level 2 werden, so einmal ganz kurz alles raufsammeln hier. Genau, wenn wir jetzt hier nämlich Level 2 werden, dann haben wir, glaube ich, noch eine weitere DNA und vielleicht schalten wir dadurch nochmal weitere Tiere frei. Das könnte natürlich gut sein. Ich würde sagen, ich sammle noch ein bisschen Geld jetzt hier ein, aber wir gehen schon mal in die nächste Runde. So, und wir sind erstmal wieder eine ganz normale kleine süße Spinne. Und pass auf, jetzt werden wir wieder zu dieser komischen Arantje oder was auch immer das hier war. Und zwar die hier. Was ist, wenn du jetzt nicht voll weg... Glaube, dann, ja, tut man sich nur selber weh. Ja, das stimmt. So, jetzt hier schön einmal, oh, alles einsammeln. So, hier, oh, so viel es geht. Oh, die Axt, ah, oh. Die habe ich getroffen, glaube ich, gerade, ne? Ey, ja. Die habe ich, glaube ich, gerade gestriffen. Ah, okay, jetzt habe ich der Lava, aua, der hat mich zweimal gehauen. Hä? Ich glaube, der fliegt diesmal nicht so weit. Und na, 2,6, okay. Aber wir müssen es hier auf jeden Fall ein bisschen im Labor verbringen, weil das Geld sonst nicht neu erschaffen wird. Es wird nur erschaffen, wenn wir hier im Labor chillen. Das heißt, einmal alles hier kurz drauf machen. So. Und schön diese Teile einsammeln und hier schön rauflegen. Jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viel Geld. Ich frage mich, ob wir auch irgendwas machen können, damit wir quasi mehr bekommen pro so Dose oder was auch immer das jetzt hier entwickelt wird, ne? Pro Genetikdose. Ja, ich glaube, das wird Ketchup draus gemacht. Ich glaube auch, dass da Ketchup draus gemacht wird, ne? So wie das aussieht. So, jetzt haben wir hier alles, okay, perfekt. Das heißt, jetzt haben wir alles einmal auf den Rücken und alles jetzt hier rauflegen. Jetzt haben wir so vieles geht, aber jetzt hier gerade drauf. Genau, man kann sogar Dreier-Sachen machen. Oha. Das heißt, jetzt haben wir extrem viel dort drauf und wir warten jetzt einmal ganz kurz, bis wir 45 Dollar haben. Oh, ich sammle jetzt hier das Geld mal ein bisschen ein. Dann sind wir sogar schon bei, oh, 44 Dollar. Es fehlt noch ein Dollar. Der jetzt hier, oh. Und jetzt können wir nämlich hier Level 2 kaufen. So. Und, oh mein Gott, jetzt haben wir sogar schon 3 DNAs frei, ne? Hä? Okay, warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier nochmal hin, nehme mir das Geld an und jetzt gehen wir nochmal hier rein und jetzt sammeln wir mal ganz viele DNA-Teile, weil ich glaube, jetzt kriegen wir gleich extrem, extrem viel mehr, weil wir ja dieses eine Ding jetzt gekauft haben. So, Arantje. Oh, die sieht so gruselig aus. Ey, die sieht richtig fett aus, ne? Die sieht extrem krass aus. So, hier, hä? Nur 3 Teile. Das ist ein kurzes Level? Das ist ja extrem kurz, das haben nur 9 Stück eingesammelt, leider. Ich sag, wir hauen den jetzt über 3. Na, komm schon! Und. Ey, nur 2,6, ne? Wir kommen nicht weiter. Aber wir haben wieder neue Teile eingesammelt. Jetzt sollte es, glaube ich, so gehen, dass wir schneller. Genau, ich glaube, jetzt wird das schneller verwandelt, ne? Kann das angehen? Ja, guck mal. Wie schnell das jetzt geht. Oh, stimmt. Im mehreren Sekundentakt. Guck mal, jetzt kommen die einfach alle. Aber können wir auch rechts unser Geldmaker besser machen? Das frage ich mich auch, ob ich hier irgendwas übersehe, ob man hier irgendwo hingehen muss. Ich glaube nicht, ne? Irgendwas aktivieren muss, weil es wäre cool, wenn wir quasi das Ding schneller laufen lassen könnten. Vielleicht müssen wir dafür ja dieses neue Tier holen. Dieses für 75 Dollar. Das kann sein. Das könnte nämlich auch ganz gut sein, ne? So, warte mal, ich nehme nochmal hier das ganze Geld. Aber es kostet 75. Also das ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen teurer. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz da rein und sammeln ein bisschen mehr von diesem coolen, wie heißt es gerade nochmal, ne? Dieses, die DNA. Diese coole DNA, die wir da immer auf der Strecke haben. So, bisschen Fleisch noch einsammeln. Jetzt das fette Fleisch und nochmal ganz hinten. Zack, die Araschne, ne? So, hey, ich habe so Angst vor Spinnen, ne? Oh, ich habe auch echt Respekt vor Spinnen, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss gerade treffen lassen. Mich treffen lassen, ne? Das war nicht so schlau. Ich würde auch gerne mal gerade wieder den Hund spielen. So. Stimmt. Bam! Oh, aber das sieht schon mächtig aus, wie der Hä? Wegspielt. Hä? Nur 2,2? Hä? Warum haben wir denn ja zu wenig gehabt? Ich weiß es nicht. Okay, dann können wir dann ein bisschen DNA jetzt hier wieder reinpacken. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier... Aber das geht jetzt viel, viel schneller als vorher. Guck mal, wie schnell jetzt hier... Das aber es bringt uns ja nichts, wenn das jetzt so schnell geht links und wir rechts dieses Ding haben, was halt voll langsam geht. Guck mal, wie langsam der diese Teile da reintut. Voll langsam. Ich habe irgendwie so alle 3 Sekunden gerade mal eins. Aber wollen wir mal wieder gleich als Hund rein? Ja, ja, ich glaube, wir müssen wir... Weil, guck mal, letztes Mal ist eine Spinne hinterher. Ja, muss ich hier hingehen einfach? Laufen. Und den irgendwie auswählen oder so? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also das kann man jetzt auch, glaube ich, gar nicht auswählen. Also ich würde jetzt gerade gerne mal wieder ein Hund sein. Aber
Anscheinend funktioniert das gerade noch nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Geld. Genau, das ist, glaube ich, noch nicht genug, um $75 zu werden. Das heißt, wir gehen noch einmal rein jetzt hier, Leute. Und dann machen wir so, dass wir jetzt hier gleich das neue Tier freischalten. So, jetzt hier schön das ganze Fleisch wieder einsammeln. Ich sehe auch, glaube ich, gerade ist gleich ein gutes Level jetzt hier am Start. So, von Tarantel zu Arantxa. Und oh Gott, es kommen schon wieder diese komischen Spikes und uns entgegen, ne? Ich hau bloß ab. Kann das dann, wir sind eben gerade nicht so weit gekommen, weil du oft getroffen wurdest. Oh, okay, ich wurde jetzt gerade ein bisschen oft getroffen. No. Komm schon. Und ich sag bis 2, ich sag bis 2,5 kommen wir. 2,5, ja gut. Aber guck mal, wie viele Teile wir jetzt gerade bekommen haben, ne? Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade genug, um jetzt gleich das neue Tier, glaube ich, zu bekommen, ne? $75 zu kommen. So, jetzt hier schön einmal alles vollfüllen. Und dann jetzt hier schön, guck mal, jetzt hier schön alles einsammeln, die ganzen Teile. Guck mal, ich habe so viel, dass ich gar nichts mehr tragen kann gerade, ne? So, jetzt alles wieder rauf machen hier, schön alles rauf und hier nochmal die Teile noch einsammeln. Boah, wir machen eine vierte Reihe jetzt. Und wir machen jetzt zum ersten Mal die vierte Reihe, ne? Alter, was? Guck mal, okay, jetzt haben wir echt genug Blöcke und jetzt haben wir auch echt genug Geld, um jetzt hier abzuwarten. Das heißt, wir müssen ja kurz abwarten, Leute. Lasst in der Zeit ein Like und ein Abo da, bis gleich. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt alle ein Like und ein Abo da gelassen habt, Leute. Und wir haben jetzt, gerade mal $69. Es fehlen noch 5 Dollar für das nächste Tier. Was glaubst du, dass das so für ein Tier ist? Das sieht irgendwie... Das könnte auch ein Fisch sein. Ein Oder Fisch? Eine Ziege? Das ist doch keine Ziege. Ein Kopf von einer Ziege. Das da, ein Kopf von einer Ziege, sieht eher aus wie so ein Pokémon irgendwie. Okay, wir werden das jetzt herausfinden. $75 haben wir jetzt hier angesaved, Leute. Jetzt gehen wir schön einmal... Hä? Okay, das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt in Action sehen. Mal gucken. Wir gehen rein ins Portal. Hühnchen. Hühnchen. Ein Chicken Küken. Ein Küken, was Mais ist und Erbsen und Salat? Doch, wir sind echt schick. Stimmt. Guck mal. Ein Vogel? Oh, was werden wir? Ein Phönix? Ich weiß auch nicht, was wir werden. Was? Ich das wusste. Hä, Bro, wir sind einfach... Ist das nicht von Pokémon? Nein. Also ja, es sieht aus wie ein Pokémon, stimmt. Oh mein Gott, ich habe eins übersehen leider. Aber, Alter, was ist denn das für ein Gegner? Hä? Evil Spirit. Bam! Oh, er ist noch getroffen. Er ist noch getroffen. Auch wieder 2,6. Passt 2,7 aber. Wow. Jetzt haben wir nochmal genug solcher komischen Röhren, die jetzt nochmal hier raufzupacken. Weil können wir hier, ich will wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier gleich Level 3 sind und alles haben, ich will wissen, was dann passiert. Weil dann haben wir ja das Spiel sozusagen durchgespielt, ne? Durchgespielt, ja, stimmt. So, jetzt hier wieder die ganzen Teile mitnehmen, Leute. So, und hier wieder schön alles hinpacken. So, sehr gut. Hier auch nochmal ganz kurz die Teile mitnehmen. Und, die auch noch übrig sind. So, und auch nochmal hinpacken. So, guck mal. Sehr gut. Jetzt hier fast alles wie eine... Geld. Fast wie eine Viererreihe gemacht, ne? So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Geld. Und jetzt können wir nochmal einmal schön kurz nochmal wieder genug sammeln. Weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel DNA. Weil $125 stand, glaube ich, gerade, ne? Das wir brauchen. Das ist nämlich $25. Ey, das ist glaube ich mein Favorite, ne? Was Alter, du dann, Phönix ist richtig cool, ne? Also ich muss sagen, Phönix ist auf jeden Fall eins der coolsten, die wir bis jetzt gespielt haben. Guck mal, jetzt kann ich auch probieren, alles einzusammeln. Oh ja. Ich habe alles eingesammelt, wir wurden nicht einmal getroffen. Hast du mich getroffen? Zack, zack, zack und boom. Oh, er hat uns trotzdem zweimal getroffen, ne? Hat der, ja. Aber, Also dieses 2,6, ne? Aber wir sind fast bis 2,7 gekommen. Ich weiß, es war richtig knapp gerade. Das war extrem knapp gerade. Okay, also ein Ding bringt uns $1, ne? Diesmal, wir haben wieder viel mehr bekommen, ne? Du hast fast 4 Reihen bekommen. Ich habe jetzt fast 4 Reihen, naja, das ist richtig krass. Jetzt hier wird auch wieder alles eingesammelt. Jetzt kann ich, guck mal, mehr kann ich gerade gar nicht tragen. Boah, jetzt machen wir hier richtig viele Reihen. Jetzt sind wir schon bei der vierten Reihe. Wir machen gleich eine fünfte, wir machen jetzt die fünfte. Wir machen jetzt die fünfte Reihe. Ja, ja. Guck mal, jetzt kommt die fünfte. Oh mein Gott, es geht nicht mehr. Nein. Es geht nicht mehr, was? Hier ist das Maximum. Warte mal, wir haben jetzt 1, 2, 3 und das mal 4. Das heißt, wir haben jetzt gerade noch zu wenig. Wir haben noch zu wenig gerade noch, ne? Das ist so viel, ich kann das nicht mal berechnen. Ja? Na, guck mal, wir haben oben auf der ersten Reihe, guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, so 3 mal 5 mal 15. Wir haben jetzt gerade so ungefähr 60 Stück. Ja. Also, und jetzt sammle ich noch ein bisschen Geld ein. Nee, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Geld. Wir brauchen noch mehr Geld, um das letzte Level freizuschalten, Leute. Und dafür lassen wir nochmal ganz kurz hier unser kleines Hühnchen ein bisschen rumtanzen. So, die Erbsen essen, die den Mais essen jetzt hier, ne? So, Phönix kann auch hier die Salatköpfe essen. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Und jetzt wird's heftig. Ich sag dir, jetzt werde ich nicht einmal getroffen. Ich werde nicht einmal... Oh, hä? Wie wurde ich denn jetzt da getroffen? Du hast gerade DNA eingesammelt und hast Damage bekommen. Ja, wie geht das denn? Ich aber 2,6? Das wird kein guter. 2,6? Aber der Anfang von 2,6. Also,
Hätte man auch noch mehr machen können. So, jetzt ich überlege gerade, wir brauchen, glaube ich, noch eine Charge oder sowas, ne? Wir brauchen noch eine Charge. So, nochmal alles einsammeln jetzt hier. Das müssen wir alles rauflegen. Und dann, so, wir sind schon wieder voll, müssen kurz warten. Hier nochmal den Rest bitte rauflegen. So, den Rest ist raufgelegt. Wir gehen noch einmal hier rein, weil ich glaube, dann haben wir nämlich genug, um quasi dann abzuwarten und das letzte Level freizuschalten, Leute. Und dann bin ich mal gespannt, was man denn bekommt, ne? Da haben wir alles freigeschaltet in diesem Spiel. So, Phoenix. So, jetzt hier ein bisschen Salat noch mitnehmen. Aber essen die auch in echt diesen weißen Salat? Nein, ich krieg schwer Schaden. Ja, das ist... Du fliegst immer dagegen. Ich flieg aber gar nicht dagegen. Warum krieg ich denn Schaden? So, jetzt hier... Jetzt hau ihn einen rein. Komm schon und zack, er wird uns nochmal getroffen. Aber kommt schon Ende 2, nee, Anfang 2,6. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal gut was eingesammelt jetzt hier. Das wird jetzt hier schön wieder darauf gebracht. So, und nochmal hier den Rest mitnehmen. So, sehr gut. Jetzt können wir hier nämlich hier die Teile mitnehmen. Und jetzt können wir es schön nochmal hier rauflegen, weil jetzt haben wir hier ganz, ganz, ganz viel Geld vorne liegen. Und das können wir jetzt eigentlich gleich nutzen, um richtig reich zu werden und das Level 3 Ding dazu holen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier genug gerade. Deswegen sammeln wir schon mal das ganze Geld jetzt hier ein. Und es fehlt nicht mehr so viel. Es fehlen nur noch $50 ungefähr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, Leute. So, jetzt haben wir hier den restlichen Dingen drauflegen. Ich glaube, jetzt haben wir hier genug Geld. Mal gucken. Jawohl. Alter, viel zu viel. Sogar wie ein bisschen mehr als geplant, ne? Okay, dann lass mal hier runtergehen. Jetzt können wir nämlich Level 3 kaufen. Oh mein Gott. Zack. Und jetzt haben wir alle gekauft. Okay, ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt neue DNA dorthin bringen. Mit dem krassesten, ich würde schon fast sagen Pokémon, ne? Weil ich habe Phoenix. Das ist echt ein, ja, das ist echt ein Pokémon. Das ist schon echt gefühlt ein Pokémon, ne? So, jetzt hier, guck mal. Zack, 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 zack. Oh. Sagst du, ey, sag mal ehrlich, was glaubst du, wie weit kommen wir jetzt? Ich hoffe doch extrem weit. Schon wieder mitgenommen. Ich habe alle. Ich habe alle aus dem mitgenommen. Aber ich habe dafür 24 Stück. Komm schon. Und? Ja, wir haben ihn trotzdem weit weg. Guck mal, wir haben ihn trotzdem auf 2,4. Weil ich so oft getroffen wurde, leider, ne? Okay, jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich die jetzt hier rauflege. Weil jetzt sind alle... Oha. Okay, also er zählt die auf jeden Fall extrem schnell, ne? Du musst jetzt alles extrem schnell, Leute. Können wir jetzt hier schön einmal nochmal hier die Dinge auflegen. Das Problem ist halt nur, es bringt mir nicht so viel, da ich hier die ganze Zeit warten muss. Aber muss ich auch erstmal ganz klein anfangen, Leute. Und guck mal hier, Mürkan, ich habe jetzt hier den $20-Panzer. Okay, der erste. Oh, komm schon. Ersten haben wir schon mal geholt. Okay, warte mal. Jetzt haben wir aber da vorne noch einen anderen. Und den kann ich jetzt einmal zusammen merchen. Zu einem $40-Panzer, glaube ich. Zwei so eine Dinger vorne. Oha, der kann doppelt so schnell beschießen, ne? Ja, guck mal. Und jetzt kann ich mir noch einen $40-Panzer holen. Den kann ich mir jetzt erstmal hier hinstellen. Und dann können wir jetzt auch hier den, glaube ich, ganz easy besiegen. Oh Gott, der schießt mit Raketen. Alter. Das war Dreck, der wurde Dreck geholt. Und jetzt entwickeln sich, glaube ich, die Häuser. Und zack, okay. Und Leute, das war gerade erstmal nur der Anfang. Jetzt werden wir heute probieren, den mächtigsten Panzer zu holen. So, was soll ich mir jetzt am besten holen, Mücken? Ich habe jetzt gerade $50 am Start. Hm, vielleicht den ersten, den rechten das erste Mal und den dann entwickeln? Ja, stimmt. Das heißt, den $40-Panzer jetzt hier holen. Das heißt, der, dass ihn der jetzt direkt fertig macht, ne? Oh mein Gott, Die Taktik war ja nicht so gut. Das war, ups. Okay, dann holen wir uns diesmal 2 20er, glaube ich, die merchen wir direkt zusammen zu so einem krassen. Und ich hoffe, das war direkt eine gute, direkt noch einen zweiten holen. Wir müssen quasi immer live mitentwickeln, ne? Komm schon. Oh, jawohl. Und jetzt kann ich den nochmal. Jetzt kann ich nämlich so machen. Und, wow. Oh, was? Guck dir mal den Panzer an, Bro. Alter. Wie und jetzt, krank ich hole mir direkt noch einen 20er jetzt hier. Und zack, warte, boom, oh, und noch ein. Und jetzt kann ich noch schnell entwickeln. Oha, krank. Das war jetzt gerade echt eine richtig, richtig krasse Runde, Bro. Und piu. Also, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gerade echt sehr, sehr stark angefangen. Ich glaube, wenn man direkt mit diesen 220 anfängt und die jetzt direkt hier entwickelt, ist, glaube ich, das Schlauste, was man machen kann. Das Schlauste, ne? ja. Zack. Mal, so, jetzt haben wir weg. Noch ein 20er. Ja, komm schon jetzt hier aufs Sinn. Nochmal, pass auf. Hätte ich mir jetzt einen 40er holen sollen, ich weiß noch nicht. So, und jetzt. Oh. Bro, oh mein Gott. Den stelle ich nach hinten jetzt hier sogar. Oh mein Gott, guck dir die Gegner an, die kommen. Oha, ich sehe es gerade. Es sind einfach Doppelgegner. Okay, warte, ich muss jetzt hier. Oh nein, ich glaube, einer wird jetzt gleich draufgehen, ne? Ich muss gleich nach hinten packen, Leute. Oh, den nach vorne. Der entwickeln und der entwickeln und der. Oh, was ist das für ein Ding, Bro? Bro, das ist krank. Also ehrlich. Bam! Okay, der Panzer sieht richtig, richtig heftig aus. Ich glaube, warte mal, können wir sogar schon mit dem starten? Nee, wir starten immer mit denselben Panzern. Okay, das ist aber auch gut zu wissen. Das heißt, zwar die so jetzt erstmal wieder ganz kurz hier rein. Gute ist jetzt gleich Mückern. Ich kann jetzt hier wieder... Oh nein. Kurz entwickeln.
Das ist schon... Schnell den hier machen. Alter, das ist jetzt so krass, ne? Das ist echt krass. Bro, okay. Aber guck mal, jetzt kriegen wir wieder Damage, ne, hier. Und... Nein. Okay, es sind gar nicht dieselben gewesen, sehe ich gerade, ne? So, jetzt können wir nämlich die entwickeln, den. Und jetzt sind wir direkt schon bei dem. Alter, was geht ab, Bro? Wir sind direkt schon bei dem Lilanen. Okay, so. Das Ding ist, guck mal, sie haben auch immer Leben, ne? Das heißt, wenn ja. er zu schnell drauf geht, ist, glaube ich, nicht so optimal. Ey, bekommen wir einen Fünfer hin diesmal? Was nee, oder? Du? Bekommen wir einen Fünfer? Nee, schaffen wir leider nicht. Aber das ist auch schon krass. Aber es ist ja auch krass gerade gewesen, ne? Hätten wir jetzt direkt hier so einen Fünfer bekommen, ich komme nur mit einem 40er. Und das Ding ist, wir haben den 40er noch gar nicht gekauft eben, ne? Ja. Boom! Ich frage mich jetzt nämlich gerade, Mulkan, wenn ich, guck mal, jetzt starten wir nämlich gerade schon mit $100, ne? Okay, wollen wir jetzt mal, pass auf, jetzt holen wir uns die zwei 40er und 20er. Jetzt merchen wir direkt die 40er. Oh, boah, Achtung, was? Der kann von weiter weg, glaube ich, schießen, ne? Ja, der schießt von weiter weg, Bro. Aber guck mal, ich glaube, das ist einer, den wir immer nach hinten packen, weil er wenig Leben hat. Den packen wir auf jeden Fall nach hinten, das glaube ich, oder in die Mitte ist, glaube ich, optimal, ne? So, jetzt machen wir den hier. Und der wird jetzt hier direkt nach vorne geparkt, Leute. So. Oh mein Gott, ey, guck dir das an. Ey, das ist richtig mit krass. Einem Schuss. Der schießt sie fast alle mit einem Schuss weg, ne? Ja, ja. So, jetzt kommt nochmal der Blaue jetzt hier. Bam! Okay, ich singe es. Ich weiß noch nicht, was die beste Taktik jetzt gerade ist, wenn wir jetzt gleich die Gegner quasi holen müssen, ne? Das heißt, hier den. Und ich weiß jetzt kurz, bis der fast K.O. gegangen ist. So meinte ich das, glaube ich. Guck mal, er schießt noch weiter auf die. Ich sammle jetzt ganz kurz nochmal das Geld. So, jetzt habe ich nämlich noch einen 40er. Oh mein Gott, vielleicht können wir den upgraden. Und jetzt können wir nämlich den upgraden und den auch upgraden. Was? Alter! Und die auch nochmal! Oh mein Gott, das sind den Endboss da! Yo! Okay, warte mal. Die gleiche wie wir, die Kanone. Noch ein 20er, warte. Zack, zack. Hier kurz entwickeln. Boom, boom, der Final Boss. Okay, wir müssen die ganze Geld investieren. Geld investieren. Geld, 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 Geld. Okay, warte, es geht weiter. Oha! Schnell entwickeln! Oh, was für so ein Lilanen, Bro! Was geht ab? Ich komm gar nicht hinterher! Ich komme nicht hinterher! Alter Schwede. Wir haben ihn geholt, ne? Alter, das war gerade schon mal unser erster Boss von ein paar, ne? Was? Das war nur ein Babyboss. Der Name Babyboss stand da gerade? Ja, ja. Oha, was? Okay, das war jetzt gerade. Ey, das war auch ein bisschen stressig, muss ich sagen, ne? Starten jetzt diesmal aber wieder mit $50, ne? Hat es gerade irgendeinen Grund gehabt, warum wir mit 100 gestartet sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht wegen Boss-Level. Könnte auch sein wegen Boss-Level, Leute. Okay, deswegen starten jetzt erstmal hier mit einem 20er auf entspannt. Und der soll jetzt erstmal hier schön. Oh Gott, der kriegt aber direkt ordentlich Schaden ab, Leute. Ja, der kriegt direkt ganz schön viel Schaden ab. Oh, ja, direkt entwickelt. Guck mal, wie viele Gegner jetzt kommen. Bro, jetzt kommen. Auch die sind extrem stark, sehe ich gerade, ne? So, der wird entwickelt. Ein 40er wäre richtig. Ein 40er wäre richtig, sagst du? Ja, ich glaube, okay, ich werde jetzt einmal hier zusammen merchen. Und jetzt speichern wir einen 40er, weil jetzt haben wir nämlich drei Gegner vorne und die können jetzt alle gleichzeitig auf den raufschießen. Jetzt haben wir den ersten 40er, Leute. So, optimal geht's hier weiter. Jetzt kommt noch ein zweiter 40er, der wird jetzt ganz kurz hier entwickelt, Leute. Oh Gott, und jetzt muss ich die zusammen merchen. Das geht nicht anders. Ey, das war, glaube ich, jetzt. Habe ich das gut gemacht oder war das schlecht? Das war gut, das war perfekt, glaube ich. Das war gut, ne? Jetzt werden die zusammen gemixt, Leute. Oh mein Gott, okay. Alter, das ist gerade echt. Das könnte sehr, sehr spannend jetzt werden, Bro. Oh, okay, warte, jetzt kommt noch einer. Und jetzt haben wir einen richtig fetten hinten. Okay, das geht gut, ganz gut weiter gerade. Ne? Jetzt entwickeln wir nochmal ganz kurz den. Ja, der bekommt Probleme vorne, ne? Unser erster. Ja, der Lieder, ich weiß, der braucht noch einen Kollegen, deswegen muss ich ganz kurz die Kollegen kaufen. So, und jetzt, ja, Mann! Okay, jetzt haben wir einen fetten vorne. Ja, okay, aber kein Boss diesmal. Aber noch kein Boss. Und jetzt können wir nämlich, zack, Leute, ey, das war jetzt auf jeden Fall gerade, das war eine Hutrunde, ne? Die war auf jeden Fall gerade nicht schlecht. Und, boom! Ich sehe gerade auf jeden Fall jetzt vorne bei Level 7, es sind extrem viele, die dort auf uns warten, ne? So, ich frage mich jetzt gerade, was ist, wenn ich jetzt den hinten hinpacke, den 40er, ne? Der müsste jetzt schon losschießen und den K.O. machen. Okay, macht er nicht. Okay. Nee, das okay, kann man nicht. Das heißt, wir müssen echt mit einem 20er starten. Das ist anscheinend echt die beste Taktik. So, dann würde ich eigentlich auch relativ schnell einen 40er mehr holen. Oh Gott, der geht ja schon fast drauf, Leute. So und so. Okay, und jetzt ist, glaube ich, muss ich, glaube ich, hier vorne einfach ein paar holen, dass die gleichzeitig auf die raufschießen. Das heißt, am Anfang investieren wir, glaube ich, in die 20er, Bro. So. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, in der Mitte geht gleich K.O. hinpacken. Oh mein Gott, war das knapp. Warte, warte. Und zack, jawohl. Okay, das war jetzt gerade wichtig, Bro. Das war jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Und warte, zack. Und ich glaube, ich jetzt sehen das noch einmal entwickel. Jetzt. Oh mein Gott, guck mal, die normalen Gegner da hinten. Ja, ja. Oh, was? Guck mal, da sind die noch so Kanonen. Schon, ja, ja. Und die haben auch schon drei Kanonen. Okay, ich muss direkt einen 40er mir holen. Komm schon, hol ihn hier. Jawohl. 40er ist jetzt hier. Der 40er schießt immer schön von weit hinten. Direkt ein zweiter 40er noch. Alter. Kommt noch einer. Alter! Das ist voll krass mit den 40ern, Leute. Guck mal, boom! Hey, mach alle voll hinten. Hey, wenn man alle voll macht, okay, warte, jetzt kommt direkt vor noch ein anderer. Ich mach's jetzt alle voll mit 40ern, ne? Okay, weil ich muss ein Feld ein bisschen aufräumen.
Guck mal, wie das jetzt aussieht, Alter. Leute. Okay, jetzt hier, pass auf. Ich entwickle den jetzt nochmal ganz kurz zu einem richtig krassen. So, jetzt haben wir drei 40er hinten. Der wird entwickelt. Dann wird der nochmal zu dem entwickelt. Aber jetzt haben wir gerade keinen Boss, ne? Ey, das war gerade eine richtig krasse Runde, ja, Bro. Ja. Ey. Okay, mal gucken. Zack und wieder Victory, Leute. Also bis jetzt sind wir echt gut am Start. Ich starte jetzt wieder, wir haben $50 mit dem 20ern. Das ist eine gute Taktik. Hast du gesehen, wie viele Gegner da waren? Bro, da waren so viele Gegner. Das wird anders krass. Ich glaube, wir holen 9 Panzer, glaube ich. Ich glaube, wir holen echt gleich 9 Panzer. So, jetzt okay, jetzt haben wir glaube ich schon mal die ersten. Ich glaube, das war jetzt gerade nämlich das Entspannte, dass wir jetzt das schon mal so entwickeln können. Und pass auf, jetzt spare ich nämlich auf den 40er. Weil jetzt ist, glaube ich, der 40er schlau. So, der kommt jetzt hier, jetzt kann nämlich schön auf die Dinger raufschießen. Und jetzt wird der kurz zu dem entwickelt, damit er nicht drauf geht. Und der kommt nochmal ganz kurz rein. So, und jetzt können wir nämlich schön den hier machen. Zack, zack. Noch den 20er holen vorne. Zack, einmal entwickeln. So, nochmal 2 20er. Oh no, Gott, das wird stressig, Bro. Das wird stressig. Das ist auch... Ey, wir sind über der Hälfte, wir haben jetzt schon solche krassen. Ich weiß. Okay, warte mal, ich hole jetzt mal ganz das hier. Blau, blau, jetzt haben wir die vorne. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's gut. Jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt können wir in die 40er reingehen, Freunde. Jetzt kann auch ein Boss kommen, Kleiner. Jetzt kann ruhig gleich ein Boss kommen, Leute. So, das heißt, hier, die haben wir jetzt sogar. Weitere 40er, Leute. So, jetzt fühle ich mich wohl mit dem jetzt hier. Ey, was, das macht so viel Spaß, Leute. So, die hier wieder zusammen. Und jetzt können wir gleich die vorne entwickeln, die Lieder, ne? Weil die gehen sonst nämlich gleich drauf. So, und jetzt haben wir, bam, zum ersten Mal so ein komplett Liedernen, ne? Das ist komplett krass. Und jetzt auch zum ersten Mal eine Liedernen Schützen. Oh mein Gott, Schützen. Was, Leute? Einfach eine Rakete. Hä? Komm, Mikkel. Oha, Alter, ich habe jetzt gerade, glaube ich, noch nicht mal alles gekauft, was ich konnte, krass. Ne? Nee, ja. Okay, jetzt geht es aber direkt weiter in die nächste Runde. Es ist auf jeden Fall gerade noch, glaube ich, kein Boss-Level, weil es, glaube ich, alle 5 Level kommt. So, jetzt hier erstmal ganz wieder... Ich glaube, es ist wichtig, am Anfang so eine Reihe zu haben. So, das halt 2 schießen. Pass auf, der in der Mitte, der ist jetzt gleich fast K.O. gegangen. Jetzt wird der entwickelt. Und jetzt entwickeln sich die beiden. Und ich glaube, jetzt kann man nämlich noch einmal den holen. Und jetzt kann man nämlich auch die Dings, glaube ich, also, gehen. Also, du spielst es auf jetzt, wenn du noch nie was anderes gespielt hast. Das ist, ich schwör's dir, voll viel. Oh, so, okay, Leute, jetzt machen wir den. Okay, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt können wir in die 40er reingehen. Jetzt geht's ab, ja. Bro. So, guck mal, noch ein 40er hinten. Dann könnt ihr schon von weit weg schießen. Aber selbst die normalen Gegner werden immer schwieriger. Die haben alle jetzt schon 3 Kanonen. Die haben alle, ich war gesagt, die sind alle, ja, du hast recht, die sind alle extrem gut, ne? So, das heißt, der entwickelt sich jetzt zu dem. Oh mein Gott, guck dir den Großen an. Was? Jetzt, oh mein Gott. Oha, warte mal, ich muss das kurz, warte mal. Ich muss jetzt vorne langsam ein bisschen merchen zusammen schon mal, so. Jetzt wird ganz kurz mal, ich muss hier mehr Geld ausgeben, Leute. Ja. So, oha. Oha. Okay, einfach warte. Reich im Tankspiel. Einfach, das fühlt sich gerade echt ganz, ganz krass an, muss ich sagen. So, jetzt kommt der hier nochmal rein. Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier sehr, 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 sehr gut gewappnet. Das heißt, hier nochmal ganz kurz, schön den entwickeln, den mit dem. Alter, das ist so fett gerade, ne? Das ist, ja. Bro, und jetzt haben wir jetzt gerade komplett auseinandergenommen. Das haben wir jetzt gerade. Guck mal, wie strong das ist, ne? Bam! Und das wir Ding sind ist, jetzt Level 10, ne? Jetzt starten wir, glaube ich. Ja, jetzt haben wir nämlich $100. Jetzt haben wir ein neues Boss-Level. Und ich glaube, oh das war gerade schlau, dass wir die beiden 40er genommen hatten, oder? Nee, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Nee. 20er oder? Rein da. Oha. Und jetzt erstmal sollen die sich kurz gegenseitig bedingsen. So, und dann, komm, jetzt schießen nämlich hier schön gegeneinander rauf. Und wenn jetzt gleich einer fast K.O. geht, so. Und zwar, jetzt wird hier entwickelt, Leute. Jetzt wird hier vorne direkt entwickelt. Dann haben wir vorne direkt die Dreierlinie. Direkt 2 hinmachen. So, noch einen dahin. Und jetzt kann man direkt in die 40er reingehen. So. Ich glaube, der Boss wird richtig, richtig schwer. Bro, ich glaube auch, dass der Boss richtig schwer wird. Das ist, glaube ich, das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer. Oh nein. Alter, guck mal, das sind doch so... Nein, die haben selber solche 40er. Das haben die ersten... Was? Aua! Bro! Alter! Was? Okay, jetzt habe ich gerade leider ein paar verloren, Leute. Okay, ich muss noch ein paar holen. Alter, wie viel Geld habe ich jetzt auch gerade? Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. So, aber, so, halb so wild, Leute. Es wird wieder investiert in die 40er. War ein gutes Comeback gerade nochmal. Das war gerade noch ein wichtiges Comeback. Alter, das ist jetzt halt übertrieben fett. Das ist, ja, das ist... Ich muss den entwickeln, geht nicht anders. Oh, das heißt, der wird gemerged, der mit dem, mein Gott. Der mit dem. Oh mein Gott. Ah! Pass auf, warte. Rein! Vorne! Merchen! Vorne! Und den noch. Und jetzt den. Und jetzt wird's richtig fett. Durchdrehen, ne? Jetzt geht's richtig in den Double E-Bug. Rein ins Getümmel, Leute. Rein ins Getümmel. Du kannst abfangen, Mörser. Oh nein, der macht meinen Blauen kaputt. Der hat meinen Blauen kaputt gemacht. Go, verdammt, Leute. Oh mein Gott.
Den jetzt hier gemerged noch? Nein, der ist gerade draufgegangen, leider. Oh mein Gott. Ah, mein einer blauer, nein. Okay, warte. Zack, zack, es dreht sich sogar. Das heißt, wir müssten das umstellen. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. So, der wäre auch gerade fast draufgegangen. Yes! Ja! Alter! Bro, das war gerade so stressig, ne? Aber es hat gerade gut funktioniert. Okay, das war auf jeden Fall jetzt gerade fett, Leute. Oh nein. Guck dir das an, wie viele da jetzt kommen. Das ist das ist doch nicht normal. Okay, pass auf. Wir machen erstmal jetzt hier wieder diese Taktik. Ich glaube, man darf am Anfang nicht zu früh merchen. Weil sonst geht das alles auf einen rauf, ne? Das heißt, hier, guck mal, jetzt kriegt der Blaue gerade den meisten Schaden. Und jetzt schießt er wahrscheinlich auf den Grünen. Und jetzt muss ich den zack. Ja, und jetzt kann ich die und so machen. Und jetzt kann man wieder in die 40er, glaube ich, reingehen. Damit würde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen. Obwohl, noch nicht ganz. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. So, und da sehe ich jetzt auch ein paar 40er, sage ich dir gleich, ne? Alter, ich brauche auf jeden Fall jetzt die 40er. Die machen voll viel Schaden jetzt mittlerweile. So, und jetzt zack. Und der kommt direkt hier in die Mitte, Leute. Und der Blaue geht fast drauf, deswegen muss ich einmal so. Okay, jetzt ist das, wieder entspannter. Das Ding ist, wenn die Gegner diese 40er Mörserpanzer haben, das tut weh, ne? Das tut richtig weh. Das tut extrem weh, Leute. So, jetzt müssen wir die kurz entwickeln, dass wir den mal zu dem machen und den zu dem. Boah, Bro, jetzt wird's aber richtig fett. Sagt sie, jetzt wird's. Okay, ich würde vorne gerne noch einen blauen haben. Ein blauer wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Das heißt, so. Und jetzt geht's hier wieder rein in die 40er, Freunde. Und zack, noch einen 40er holen. Und noch einen 40er, noch ein paar. Oh mein Gott, was geht ab? Der blaue wurde leider gerade vorne zerstört, sehe ich gerade. Oh nein, der Linie ist fast K.O. Okay, warte. So. Oh nein, da kommt wieder fast krasser wie als beim Bossfight, ne? Ey, ohne Spaß, ne? Und jetzt komm und BAM! Alter, wie die den zerstört haben. Die haben den gerade so extrem zerstört. Okay, das war jetzt hier gerade wieder extrem gut, Leute. Aber ich will den Ultra-Boss mit dir besiegen. So, jetzt sind hier wieder ein paar am Start. Und wir gehen erstmal mit der Taktik rein. Das heißt, da guck mal, wir haben jetzt nur ein Leben verloren statt zwei, weil wir halt doppelt so schnell schießen können. Hier können wir jetzt dreimal so schnell schießen. Und ja, guck mal, okay, jetzt muss ich die einmal mergen, sonst verlieren die. So, jetzt einmal so machen. Okay, jetzt hier wieder ein paar Leute. So, jetzt wird hier, guck mal, jetzt hat man nämlich Masse. Die Masse macht es hier nämlich aus. Und kurz bevor einer drauf geht, muss man jetzt einfach entwickeln, so wie jetzt. Und so wie die jetzt und so wie den jetzt. Hä, das ist die beste Taktik, die es gibt. Das ist die beste Taktik, Bro. Das ist die beste Taktik. So. Oh mein Gott, wir haben schon drei blaue. Rufen. Jetzt haben wir gerade schon drei blaue. Jetzt müssen wir den einmal merchen. So, und jetzt, Leute, kommt erstmal ein 40er rein. Alter, die machen gerade schon so viel Schaden, schon, Bro. Ja. Was, der Lina ist fast K.O.? Oh. Okay, warte. Okay, ich muss machen. Oha. Das ist gerade knapp. Oha. Okay, so, jetzt einmal das hier. Da kommt jetzt ein blauer vorne hin. Und jetzt kommen wir erstmal wieder, jetzt wird reinvestiert in die 40er, Leute. So. Nein, ey, die sind richtig fies. Die haben so viel. Das Ding ist, unser Kapazität. Bester Panzer ist nur einer weiter als deren, ne? Also, das ja, ist. Ja, ich weiß. Guck mal, das sind schon gleich gute. So, pass auf, warte. Ist jetzt gerade wichtig, dass wir die auf jeden Fall jetzt alle jetzt hier einmal ready hinten haben. Das heißt, den merchen wir einmal, weil der geht sonst gleich drauf. Oha. Okay. So, die kommen einmal zusammen. Da kommt noch ein 40er rein. Der blaue ist fast draufgegangen. Der kriegt jetzt erstmal ein Upgrade, Leute. Und der jetzt auch. Wir können ja 9 machen. Wir können 9 machen. Okay, wir können gerade extrem viele 9 machen, ne? So. Alter, richtig gut. Hier, zack, zack, zack. Und noch einer, zack, merchen. Ah, der ging nicht mehr. Aber, guck mal, extrem weit gekommen gerade wieder. Ja. Okay, warte mal, pass auf. Wir machen jetzt hier schön 220er hin. Und ich glaube, wenn man diese Ummove vielleicht sogar, könnte das sogar eine Taktik sein, ne? Das heißt, wenn er gerade auf uns schießt, trifft ihn trotzdem. Okay. Das heißt, das müssen wir mal machen. Nein, jetzt kommen da so Fette gerade, ne? Es kommen direkt Dreier. Es kommen direkt die Heftigen. So, das heißt, hier muss ich direkt die Ready halten. Und die Kaputten miteinander merchen. Okay. So. Das ist echt stressig, ne? Das ist echt stressig, muss ich sagen. Vor allem jetzt gerade. Zack. Okay, zwei wieder am Start, Gott. Leute. Es muss auf jeden Fall jetzt erstmal Platz gemacht werden für den 40er. Ey, ich glaube, wir bekommen diese Runde echt einen neuen Panzer so krass, ne? Also das Bro, ich bin mir auch ziemlich sicher. Oh Gott, gerade noch so gemerged. Okay, zack. Und zack und zack. Okay, wichtig. Ganz wichtig, Freunde. So. Oh, das ist schon jetzt fühle ich mich aber ordentlich sicher. So, jetzt kommen noch ein paar 40er rein. Die schießen jetzt immer schön von hinten rein in die Panzer, Leute. Oh. Das heißt, oh ja, Mann. Okay, schön upgraden jetzt hier. Zack. Und noch mehr. Okay, oha. Jetzt werden die einmal zu noch krasseren gemacht. Alter, der Liane vorne, ne? Der ist gleich kaputt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal. Oder der Blaue. Nein, der Blaue ist kaputt gegangen. Nein. Ich wollte es gerade machen, Bro. Aber halb so wild. Jetzt kommt erstmal ein fetter Dings hier rein. So.
Jetzt wird hier noch einmal das zu einem Blauminz gemacht. Und Wolski hier. Und bam, fetter Lila. Oh okay. Mein Gott. Das war jetzt gerade schon mal richtig wild. Und ich glaube, wir sind jetzt fast, jetzt kommen wir in Level 14. Das heißt, wir sind jetzt ein Level davon entfernt von dem finalen Boss-Battle, was extrem wichtig sein wird. Glaubst du, wir werden das schaffen? Ich glaube, also es kann sehr, sehr schwer werden, aber ich glaube ja. Ich habe es nicht so schlau gemacht. Siehst du, das ist das Problem. Wenn ich den direkt zusammen merge, ich muss das nämlich so machen. Oh nein, Leute, ich muss direkt so. Weil wenn du keine Panzer mehr hast, hast du verloren. Aber du kannst halt mehrere hinspawnen. Das geht halt. So, den habe ich gerade perfekt gemerged. So, jetzt kann ich den hier machen. Immer schön. Oh nein. Und jetzt den mergen. Boah, ich dachte, guck mal, da sind die Mörser oben links. Oh nein, 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 du hast recht, Bro, du hast recht. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Alter, das war gerade mega wichtig. So. Dann kommt der nach vorne. Und jetzt wird es direkt so gemacht, Leute. So, jetzt haben wir wenigstens die Blauen jetzt hier am Start. Das und jetzt stark, muss ein 40er rein. Es geht nicht anders. Oh, ich muss so machen. Ging nicht anders, sonst wäre er draufgegangen. Oh Gott. Das ist gerade nicht normal, das ist gerade echt schwierig. Das ist gerade ein richtig schweres Level, Leute. Ich will gerade nicht wissen, wie das Boss-Level vielleicht sein wird. Nein, der Blau ist verloren gegangen. Okay, pass auf. Zack, zack, zack. Und jetzt kommen noch ein paar Hinspawn, Leute. So. Und den jetzt auch noch besiegen. Das sind zwei sogar. Da waren zwei. Oh, das hat aber gut funktioniert. Ey, das war schon ein bisschen stressiger, muss ich sagen. Und zack, Victory. Und jetzt, Mirkan, wir kommen jetzt in das, du siehst es, $100. In das krasse Boss-Battle. Deswegen, ich mache jetzt erstmal hier 5 Stück hin. Ich merge die noch gar nicht. Ich lasse sie erstmal, siehst du? Guck mal, ich habe nur ein Leben verloren. Jetzt habe ich nur 2 Leben verloren. Das ist, die Masse macht's nämlich. Muss ja, die ganzen Masse greifen gehen. Immer nicht an, außer es sind die 40er, ne? Und guck mal, jetzt, okay, jetzt ist halt einer draufgegangen. Jetzt mache ich kurz den hier. Zack, zack. Und jetzt kann ich direkt 40er holen. Und die jetzt einmal so zusammen mergen. Bro, also, die zerstören gerade alles vorne. Die zerstören gerade echt alles vorne. So. Zack, jetzt wird das wieder so gemacht. So. Okay, jetzt, Leute. Das war jetzt gerade eine sehr, sehr wichtige Taktik, die wir jetzt hier gemacht haben. Jetzt haben wir 3 40er hinten. Das war auf jeden Fall auch jetzt gerade schlau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einmal den blauen hier gleich merchen. Das heißt, ich mache schon mal jetzt hier neue 20er ready. So, einmal den hier gemacht. Und zack, jetzt haben wir noch einen blauen. Okay. Hoi. Alter, was passiert hier gerade, Leute? Ich sehe ein bisschen den Boss. Bro, du siehst den. Oh, ich sehe auch den Boss. Bro. Nein, der sieht richtig fett aus, ne? Nein. Es geht sonst gleich mal ein blauer drauf. Nein, mein lila da hinten. Oh, komm schon, schieß auf ihn. Komm schon. Merchen. Oh Gott. Du kannst den Lianen retten. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh Gott, Leute. Paar 40er. Was geht dir gerade ab? Was geht dir gerade ab, Bro? Die noch zusammen mischen, die. Nein, die habe ich gerade verloren. Okay, die zusammen machen, die. Nein. Oh Gott. Unsere Mörser auch gleich. Das wird gerade echt, das ist gerade ein sehr, sehr schwieriger Kampf, Bro. Ich komme gar nicht hinterher. Ich muss extrem schnell gucken. So, jetzt, wichtig, ein Lilana. Lilana war gerade sehr, sehr wichtig, Leute. So, einmal. Nein. Nein, jetzt habe ich einen blauen verloren. Zack. Nice. Zack, ja! Alter Schwede! Bam, Junge, wir haben Big Baby Bullet geholt, Leute. Und somit haben wir jetzt einfach hier das komplette Spiel durchgespielt, Alter. Heute müssen wir Dinge malen und sie einfach zerstören lassen. Boah, guck dir das mal an. Das arme Ei. Ich weiß, du müsst heute einfach auf das Ei so richtig viele Sachen malen, Freunde. Und jetzt haben wir sogar gerade 2 Eier. Was könnte man da mal am besten malen? Einfach eine Linie. Von links nach rechts. Ich werde mal gucken, ob das vielleicht zu wenig Gewicht ist. Boom. Okay, auf gar keinen Fall zu wenig Gewicht, Mirkan. Ich würde sagen, wir geben später mal eine Bewertung ab, Leute. Ja. So, excellent, ne? Also, was haben wir jetzt hier? Jetzt müssen wir. Oh, warte. Wenn wir einfach so ein kleines Dach hin machen, geht das? Jo! Oha! Also die ersten Level sind auf jeden Fall noch relativ einfach, Leute, aber es wird jetzt immer schwieriger werden. Und unsere Mission ist heute zu probieren, jedes Ei zu zerstören. Guck mal hier, es ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Jetzt muss man nämlich so machen. Alter. Du machst das ganz exzellent. Eck. Ich weiß. Ei. Guck mal, jetzt mache ich. Ich muss einfach nur nachmalen, wie das so aussieht, ne? Indem man so macht. Alter, die Eier werden richtig zerstört. Okay, jetzt sind wir schon mal auf einem schwierigen Level angekommen. Weil jetzt müssen wir das richtig timen. Und Attacke! Wow! Ich hätte es nicht gedacht, dass du triffst. Ey, wir hätten auch eigentlich viel mehr noch hinmalen können, ne? Okay, warte, jetzt sollen wir hier einen Kreis malen. Und der rollt dann dagegen. Jo.
Also echt, die Level werden jetzt immer mehr zu Experten-Level. Was müssen wir jetzt hier am besten machen? Nochmal einen Ball? Oder ich mache ein Dreieck mit Nein. einem Ball. Sicher? Das rollt doch nicht. Es rutscht aber, es rutscht. Alter, das sieht doch richtig krass aus, ne? Okay, hier ist es ganz einfach, ne? Da machen wir so ein Ding hin. So ein Ding dann hin. So ein M für Milkern. McDonalds-Logo. Oh. Oh Gott, das war knapp. Ja, M für Milkern oder ein W für Wambo. Warte, was müssen wir denn jetzt machen? Hey. Nein, guck mal. So, und jetzt müssen wir eine das Rampe anklicken. Bauen. Für so ein Rad einfach. Schau mal, jetzt müssen wir es sogar hier einmal so malen, dass wir das dann einmal... Dann einen Strich runter. Wow. Alter, was? Ey, das ist doch voll krass. Okay, pass auf. Jetzt haben wir hier ein bisschen schwieriger. Das müssen wir ja beide erwischen. Ich würde sagen, wir machen einfach so. Niemals. Ha! Was? Jo, es funktioniert. Oh Gott. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger, Vulkan. Jetzt müssen wir probieren, beide zu erwischen, ne? Hä? Ich würde sagen... Wie? Ich mach's so und dann so. Wow! Yo! Alter, heute sind wir richtig professionell unterwegs. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Jetzt sollen wir hier einen Kreis malen. Das ist doch easy. Warum schwer? Ach so, das ist eine Wippe. Ja. Okay. Hier müssen wir jetzt... wir müssen jetzt, glaube ich, beide mitnehmen. Dann machen wir hier einen Kreis hin. So. Boom. Wow. Voll kaputt gemacht. Okay, jetzt. Du musst mal ein. Ja. Hä? Wie leicht? Das war ja voll einfach, Leute. Okay, was müssen wir jetzt mal. Jetzt kommt hier so ein. Ein Kreis. Ja, das reicht schon. Ein kleines Okay. Ding einfach nur. Aber ich glaube jetzt. Oh nein. Er ist gut. Der darf nicht. Oh, den dürfen wir nicht kaputt machen, Mirkan. Vielleicht lügt er aber. Das war stark. Also, das war ja einfach, ne? Das stimmt. Wow! Okay. Preise! Such dir aus, welche Kiste ich aufmachen soll. Unten rechts. 80. Ich glaube, ist gut. Mitte links. Mitte links. 60. Hm. Und die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Oh, oh mein Gott! Yo! Es ist der Superpreis! Wir haben den Superpreis gerade bekommen, Leute. Let's go! Okay. Aber jetzt müssen wir aufpassen hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, das ist ja einfach. Das ist ja sehr einfach. So! Nein! Oh nein! Okay, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, wir müssen Füße malen. So. Und. Füße. Wow! Das Ei wurde beschützt. Ja. Richtig komplett einfach zu Rührei gemacht. Oh nein, das wissen wir. Du kannst überall malen. Easy. Hä? Das war doch voll einfach, Leute. Das war richtig einfach mit den Eiern hier gerade. Oh, jetzt? Oh nein. Mal mal einen ganz geraden Strich nach oben und ein bisschen nach rechts. Ein ganz... Von so? Ja, genau. Ganz nach oben. Toll. Ich hab nur das Ding ins... Nee, pass auf. Wir müssen, glaube ich, so machen. Ich hab eine Idee. So. Zack. Nein. Hä? Okay. Was Warte, hast jetzt du hab da ich, gedacht? Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. So. Guck, okay, das warte. War stark. Ja, ich weiß. So, pass auf, jetzt. Ein Riesenkreis. Aber. Jetzt. Zack. Ey, das darf nicht wahr. Ein Riesenkreis. Könnte. Das ist der Weg. Müll kann einfach schlauer. Ah, meinst du so? Okay. Ja. Die Level werden schwieriger, Leute. Wir merken es auf jeden Fall. Du musst das boosten. Du musst eine okay. Kugel zeichnen und die muss. Oder so und dann. Hä? Im falschen Moment losgelassen. warte. Das wurde. Er hat, glaube ich, zwei Optionen. Man könnte auch einfach das hier nutzen. Hä? Ja, damit mein das Timing, reingeboxt wird, ne? Damit das reingeboxt wird. Aber ich habe lieber eher Lust, dass das Ding so richtig weggeschallert wird. Das heißt, hier machen wir so eine schöne Kugel. Und. Los. Zack! Boom! Alter, ja. Guck dir das mal an, wie der weggeschallert wurde, das Ei, Leute. Und jetzt? Hä? Das ist doch einfach. Eine Kugel einfach, ne? Ja. So. Was ist das denn? Leon. Muss doch schön zeichnen. Ja, gut, okay. Komm, dann machen wir so. Zack. Ja, besser. Boom. Beide zerstört, ne? Die kleinen Eier. Alles klar. Haben wir hier. Also echt. Hä? Und dann kommt wieder so ein Level. Das ist krass. Hui. Ja, also das ist ja wirklich sehr einfach, Freunde, ne? Also das hätte man sich auch schwer machen können.
Oh mein... Hä? Nee, das geht nicht. Oder? Oh wieso mein... Nicht? Wieso sollte das nicht gehen? Okay, das wurde... Warte mal. Was soll ich einfach so machen? Okay, ich habe eine Idee. Also ich weiß es schon. Wie denn? Ein Kreis, weil dieses Ding in der Mitte dreht sich ja weiter. Und dann wird jeder gegen oben gegen die Decke des Kreises geworfen. Du meinst einfach so? Ja, guck mal jetzt gleich. So, und das Ding dreht sich weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zack. Okay, krass. Alter, einfach ein Kreis rumgemalt, ne? Na, oh mein Gott. Na, Es ist angeknickt. Einfach ein Ritz im Ei, Freunde. Du hast sie verletzt. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir anscheinend zum ersten Mal wieder etwas malen. So. Um jetzt was zu machen? Oh mein Gott, wie eine Presse einfach. Okay. Diesmal wählst du ein als erstes. Rechts oben. 90. Oben links. Oben links. Oh, Alter! Der Superpreis. Ja. Und dann war unten links. Oh yeah, 50. Okay. Alter, einfach einen Superpreis wieder bekommen, Leute. Hä? Adios, amigo. Easy. Guck mal, Alter, sogar das Ding bleibt noch drauf. Jetzt wird's Zeit. Ich finde, die Eier sehen ein bisschen aus wie du. Gar nicht. Na klar. Gar nicht. Guck mal hier, wie das Ei beschützt wurde, das da unten. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall... Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir hier eine Kugel hinmalen. Zack. Oh, jawohl. Haben wir den noch weggedrückt, Leute. Alter, und das Ei hat einfach überlebt. Guck mal, das kleine Ei. Ja, das freut sich. Freut sich richtig. Okay, jetzt haben wir hier... so. Oh nein. Oh, nein. Hä? Was hast du da gemalt? Das war ganz falsch. Okay, jetzt habe ich eine Idee, was man malen muss. Du weißt es ja auch schon. So. Das hätte ich nicht gezeichnet. Wieso nicht? Oh mein Gott, genau so hätte ich das auch gezeichnet. Aber auf beide Seiten hätte ich einen Stab. Bam, Alter. Guck dir das mal an, wie das reingedrückt wurde. Das war stark. Okay, jetzt haben wir... okay, warte. So. Oh, was? Das sah ja mal so krass aus. Wie ich das ja! Schnell agiert! Einfach schnell nachgedacht, Leute, und schnell agiert. Und jetzt haben wir hier... Oh, verdammt. Ja, aber das ist ja einfach. Schnell agiert! Ja, das wird einfach sein. Guck mal, ich hab voll die Idee. Und zwar, du musst ja... Ah, nee, man kann nur hier malen. Ja, gut. Also, okay. Das war ja einfach, ne? So? Okay, warte. Nein. Doch, klar. Oh nein. Oh nein, okay, nochmal von vorne. Mach mal einen Fuß, also einen Strich und dann einen so eine in der Mitte nach oben. Oh. Als ob das gereicht hat. Ja, na klar, hast du dich gesehen. Okay, warte mal, jetzt wird's hier interessant. Jetzt wird's interessant. Was hast du denn da gemalt? Ich hab sie alle zerstört, das hab ich gemalt. Okay. Oh nein. Oh Gott, warte, jetzt müssen wir einmal drüber nachdenken hier. Okay, ich hab die Idee. Ja! Was? Hast du das gesehen, Alter? Das war. Okay, ich nehm eins schon mal, du nimmst das andere jetzt. Mitte. Und dann, komm, einmal so ein Tic-Tac-Toe! Superpreis! Schon wieder eine Cappy bekommen, Leute. Richtig, richtig gut. Okay, komm, jetzt haben wir aber hier. Oh Gott, Level 40. Easy. Nach unten, nach unten, nach unten. Nein, 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 nein. Leon. Was hast du? Nach unten. Nach oben und nach rechts. Stopp. Ja, und go. Oh. Also das, ich weiß. Also das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Okay, warte mal. Das ist ja einfach. Guck. Bam. Boom, hast du das gesehen? Das? Ich habe einen richtigen Skill jetzt hier schon bekommen. Alter, guck mal, neue Aufgabe hier. So. Jetzt. Oh mein Gott, als Bande. Was? Alter, richtig clever, Leute. Komm, dann mach ich jetzt hier. Ja, gut. Wieder genauso dahin. Zack. Und auch wieder reingedrückt hier die Eier, Leute. Ganz entspannt. Und wir haben auch nur 6 Level. Das M.
Das McDonald's M, Alter. Was war denn das da los gerade? Okay, hier haben wir jetzt, glaube ich, ein... Oder? Ja, war eine Kugel. So. Oh mein Gott, hast du das gesehen, Vulkan? Also, du bist der Geometrie-Master. Ich bin der absolute Geometrie-Master. Okay, warte mal, jetzt kommen wir hier. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was mache ich hier gerade, Freunde? Was geht hier ab? Yo. Ey, was gibt's denn? Kommen die ganze Zeit sogar neue Teile einfach. Und bupp. Guck mal, wie er runtergestoßen wird einfach, der Arme. Okay, und jetzt haben wir nur noch ein Level übrig. Und... das habe ich falsch gemacht. Ah, guck nach mal. Oben rechts hin, ne? Und zwar müssen wir so machen. Easy. Oh, das Arme wird voll zerstört. Das ist eine Katze. Und mit dieser Katze müssen wir heute zusammen das Puzzle lösen. Guck mal, Mirka, wir haben schon mal eine reingepackt. Wow. Und jetzt kommt direkt eine zweite rein. Jetzt haben wir schon mal das allererste Level geschafft. Aber Leute, es wird schwieriger. Wir können sogar hier Blocks oder Katzen. Wir sind auf jeden Fall bei Katzen bleiben hier, ne? Das Spiel heißt nämlich Puzzle Cats, Leute. Und Mirka, guck mal, wie schwer das jetzt schon ist. Was? Das ist schon riesengroß, aber... Und ja, was glaubst du? Ich würde sagen, die linke, genau, die kommt wieder links. Die muss hier in die Ecke rein, ne? Wegen, damit das hier so einen rechten Winkel macht, ne? Yeah. Die kommt, glaube ich, hier so. Oh. Und dann kommen die hier oben. Guck mal. Zack. Und zack. Oh mein Gott. Okay, also das Ding ist natürlich, die ersten Level sind auf jeden Fall noch relativ einfach, Leute. Aber es wird immer schwieriger. Und wir brauchen auf jeden Fall auch eure Tipps in die Kommentare, wenn ihr irgendwas seht. So, jetzt haben wir sogar anscheinend einen neuen Titel. Ich würde sagen, nächstes Puzzle, ne? Und oh mein Gott. Mal gucken, was gibt es jetzt hier für ein Level? Wir haben auch das unten eine Glühbirne, ne? Falls wir Tipps brauchen. Aber ich würde sagen, das kommt hier rein, oder? Ist das gut? Das ist nicht gut. Oder das ist besser, ne? Das ist richtig das gut. Das war besser. Dann kommt das hier auf jeden Fall hin. Guck mal, die rote Katze. Die kann links. Jetzt kann die hier. Und jetzt kann das. Ja, guck stark. Mal, Bro. Stark, ey, stark, das stark. War jetzt easy peasy. Okay, jetzt haben wir, guck mal, Cute Kitten. Wir sind schon Level 2. Das heißt, wir haben jetzt Catbull, klar. Und wir haben jetzt anscheinend eine neue Katze freigeschaltet, Leute. Und jetzt haben wir neue Styles in 3 Wins. Das heißt, wir kriegen gleich neue Styles. Okay, Mirkan. Was sagst du? Okay. Welche sollen wir zuerst moven? Ich würde sagen, die ganz unten rechts. Weiter hoch, weiter hoch. Weiter hoch, weiter hoch. Und nach rechts rein. Da rechts rein? Das geht gar nicht. Ah, das geht gar nicht. Du musst hier so, glaube ich, rein, ne? Oh. Okay, dann haben wir das Ding. Wo packen wir das Ding am besten hin? Das. Oh, das könnte da rein, ja, ne? Das, das könnte da rein. Dann haben wir hier so eine richtig fette Katze. Die können wir, glaube ich, hier so. So. Oh mein Gott. Warte. Ah! Oh mein Gott, die mögen das gar nicht. Die feißen sich voll, wenn man die auf dem Lander legt, Leute. Okay, also die haben wir auf jeden Fall auch geschafft. Ey, das ist ja richtig cool. Und wir kriegen in 2 Spielen ein neues Style-Ding, Leute. Und wir können sogar customize. Das heißt, wir können sogar die Katzen zu Blöcken machen. Was wollen wir nicht, ne? Das, so das sehen die alle aus. Absolut nicht. Das war auf gar keinen Fall. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger. Hier, die kommen auf jeden Fall dahin. Wenn du irgendeine siehst, sag auf jeden Fall Bescheid. Die muss die hier kommt, hin. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und guck mal, der kann wieder oben rechts hin. Der könnte oben rechts hin, ne? Dann haben wir hier, wenn das so gehen, eigentlich schon, ne? Ja, und den Orange. Ja! Oh mein Gott, mal. Was? Oh mein Gott, Alter, wir sind gerade echt mega gut am Start, ne? Ey, das ist, guck mal, jetzt sind wir schon Level 3 jetzt hier geworden. Catbulker sind wir jetzt gerade noch, ne? Okay, jetzt noch ein. Dann haben wir einen neuen Style anscheinend. Wenn wir einen Win noch holen, Leute. Okay, jetzt bist du guck mal, wie die Katze da liegt, die lila, ne? Die liegt einmal Kopf über, liegt. Leute. Okay, das ist auf jeden Fall hier rein, ne? Dann brauchen wir... Obwohl, wo kommt das jetzt hin, ne? Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass das Ding hier nach oben hinkommen könnte. Und das... Gott, okay, warte mal. Der Gelbe kommt noch ganz links. Der Gelbe kommt... Oh, stimmt. Stimmt, sehr gut. Sehr guter Call. Kommt stark. Das so? Aber nein, hä? Warte mal. Jetzt... Warte. Jetzt haben wir schon die ersten Probleme. Okay, das ist anscheinend richtig. Da muss das... Warte mal. Wir haben okay. Okay, ich dachte schon, wir werden jetzt strugglen, Leute, aber alles easy peasy und wir sind Level 3. Das bedeutet, neue Outfits. Guck mal. Ey, können wir die ankleiden? Guck mal, die hat was an. Die hat was an. Ey, die hat einfach jetzt was an. Guck mal hier, die Katze hat was an. Ey, wie gut die wie aussieht. Das aussieht. Okay, warte, wo kann die jetzt am besten ich hin? Ich sehe direkt schon einen. Also ich sehe schon direkt, aber mach deinen. Ehrlich? Zwar. Ehrlich? Okay, warte mal, was siehst du? Guck mal, ganz unten rechts der lilane, ganz oben hin. Ganz oben in die Ecke, ganz oh, oben. Oh, stimmt. Das war auf jeden Fall gut. Dann kommt hier das Ding. Oder? Nee. Oder? Warte mal. Oder kommt der nach ganz oben? Der könnte auch nach ganz oben hin, ne? Das, dann kommt der hier aber hin. Aber wir haben keinen Zweier. Und dann kommt das. Stimmt, wir haben echt keinen Zweier, ne? Aber wir haben den. Ja. Und wir haben... warte mal, lass das mal den hier machen. Der war gut? Der muss nämlich so... Oh mein Gott.
Und der war gut. Ja. Ja. Als ob, ey, wir sind Profis, sind Leute. Einfach Katzenprofis. Wir sind Katzenprofis. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch selber eine Katze habt oder ob ihr Katzen oder lieber Hunde mögt. Und jetzt haben wir hier, mein Gott, anscheinend sind Katzen laktoseintolerant, steht da. Man sollte man ihr nicht Milch geben. Wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie laktoseintolerant sind. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ja, und ihr habt aber noch nie eine Katze gehabt. Deswegen, so, jetzt mal kurz gucken. Hier könnte man, ja, jetzt ist es gerade schon ein bisschen schwieriger, ne? Wo könnte der am besten hin? Ich glaube, der kommt nach oben. Der kommt nach oben. Warte mal, der, oder? Kommt so hin. Der kommt? So. Und dann kommt der schon mal hier hin. So, oh mein Gott. Und jetzt könnte... Ich glaube, da kommt die rote Katze rein. Hier kommt die rote Katze. Ja. Da kommt der drum herum. Ja, oh mein Gott, Alter, wir sind so eine Katzenprofis, Leute. Eieiei. Okay, jetzt sind wir schon Level 4. Mit Level 4 haben wir anscheinend neue Skins. New Block Skin. Aber wir wollen ja keine Blocks, Leute. Wir wollen ja Katzen sein. Und wir haben auch einen neuen Style in 2 Wins. Auch sehr gut, ne? Mal gucken. Oh, das sieht jetzt ziemlich breit aus, ne? Das sieht aber leicht aus. Das sieht irgendwie echt leicht aus. Ich glaube, wenn wir das so machen... Oder nee, warte mal. Okay, doch, warte. Doch, der kommt auf jeden Fall hier rein. Dann kommt... Der kommt noch ganz oben. Der blaue kommt noch ganz oben. Dann kommt das so. Ja, genau. So. Und Alter. Einfach, wir sind wie so... Solche Profis, ne? Wir sind solche Profis. Katzenflüsterer. Katzenflüsterer, genau. So sieht's aus, so sieht's aus. Okay, noch ein Win, da haben wir anscheinend ein neues Outfit wieder frei für eine Katze. Das ist auf jeden Fall echt richtig cool. Mal gucken, jetzt haben wir hier... Ich freue mich schon richtig auf das Outfit. Ich freue mich auch schon richtig drauf, ne? So, jetzt hier, die haben wir lange nicht mehr gehabt, die Katze hier. Die kommt auf jeden Fall, glaube ich, hier hin, ne? Genau, und der kleine Pinke auch nach ganz unten. Der kommt nach ganz unten, Tatsache. Jetzt haben wir nur große. Oh nein, jetzt ist... Nee, wir jetzt haben irgendwas falsch. Jetzt haben wir was falsch gemacht, ne? Okay, lass mal kurz überlegen. Ich glaube, das müsste vielleicht so... Dass wir den... Diesen, okay, der war falsch. Wenn etwas richtig ist, dann ist es fest. Okay. Gut zu wissen. Dann kommt der... Oh Gott. Kommt oh der... Gott. Jetzt vielleicht... So, nein, warte mal. Der ist falsch. Den nach ganz oben. Schieb den nach ganz oben durch. Oh, guter Call, guter Call. Und jetzt haben wir die... Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Wir haben ja keinen Einer. So. So. Nein, warte, okay. Kurz überlegen. So jetzt? Auch nicht. Warte, welcher ist... Der ist falsch. Der ist falsch. Okay, das heißt, der hier kommt so hin. Ja. Richtig. Nein. Warte mal, der ist richtig. Wir haben eine kleine pinke Katze falsch. Ja, wir haben eine kleine pinke Katze. Ja, okay, die ist falsch. Das heißt, die muss... Der muss so! Und oh mein Gott! Alter, okay. Aber es ist gut zu wissen, dass... Ich glaube, jetzt haben wir... Warte mal, erstmal Level auf. Das heißt, Level 5. Und neues Outfit für die eine. Dress up. Guck mal, wie die aussehen jetzt. Und zack, eine neue Foto, die wir bald bekommen bei Dyrwins. Das bedeutet, wir werden heute probieren, alle Katzen Outfits zu geben. Guck mal, Customize, kannst du sehen. Können wir die Katzen, guck mal, so sehen die quasi. Und da haben wir noch mehr Outfits frei. Magenta einfach, okay. So, jetzt mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier, oh, ein großes Feld auf jeden Fall jetzt gerade, ne? Direkt dasselbe. Das war ja, also das ist ja ein leichtes Ding jetzt hier gerade, Leute. Hä, wie leicht ist das? Das war ein leichtes Spiel. Das, muss ich sagen, war irgendwie einfach. Das war was ganz, ganz... Mal gucken. Aber es gibt auf jeden Fall Levels, die sind manchmal einfach und manchmal richtig schwer. Und das sieht auf jeden Fall schwieriger aus. Okay, wow. Das kommt auf jeden Fall hier rein. Dann die ganz das. Unten rechts, genau, und die ganz unten rechts kommt links. Genau, die kommt links. Dann kommt... Oh, jetzt wird's schon wieder... Doch, war richtig. Doch, jetzt... Ja, doch. Das, oh mein Gott. Jawohl, Leute. Ey, ohne Spaß. Das macht richtig viel Spaß. Das macht richtig viel Spaß, ne? Jetzt haben wir die Puzzle complete. Es fehlt noch eine Sache. Dann haben wir direkt schon wieder ein neues Outfit, glaube ich. Und jetzt müssen wir... Oh, der kommt auf jeden Fall hier rein. Er hat so... Hat so Sachen, die erkennt man irgendwie langsam sofort, ne? Das Ding, siehst du noch irgendwas? Nee, der ganz unten links, der kommt da unten in die Mitte. Der ganz unten links, der blaue. Er kommt unten in die Mitte, genau. So. Oder? Bist du sicher? Nee. Doch, der ist richtig da. Stimmt. Aber warte mal, wir haben irgendeinen anderen jetzt falsch. Wer ist falsch? Der ist falsch. Rote. Oh. Ja, okay. Das war die Lösung, die wir haben mussten. Da freuen sich die Katzen. Vor allem jetzt sind wir auch Level 6. Wir freuen sich umso mehr. Katano Reeves sind wir jetzt einfach als Titel. Und wir haben einen neuen Style, glaube ich, oder? Haben wir einen neuen Style bekommen? Ich dachte, wir hätten jetzt einen neuen Style. Okay, mal gucken. Jetzt haben wir hier... Das ist auf jeden Fall ganz glasklar. Das hier ist auch... Ist auch klar. Oder? Eigentlich? In welcher Seite? Ich sag links. Nee, links ist, glaube ich, links ist locker falsch. Ja, ja, okay, rechts. Das ist rechts. Nee, das ist auch falsch. Oh, das war richtig? Was? Ach, wegen dem jetzt hier. Dann können wir jetzt ganz kurz das so hinsetzen, glaube ich, ne? Ey, wie lustig die aussehen mit den Klamotten. Ey, die sehen extrem... Ah, so. Ey, die sehen extrem lustig aus mit den Klamotten. So, dann haben wir noch einmal das hier. Ja, Mann. Und dann haben wir... Und unten links? Das hier. Oha. Ja. Oha, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen mit den Dingern. Mal gucken, wir sind jetzt schon fast Level 7.
Und wir kriegen gleich neuen Style, was auf jeden Fall auch wieder gut ist. Mal gucken. Mal gucken, was das jetzt. Oh. Wie groß das Level ist. Das ist nur große Katzen. Ja, nur große Katzen gerade, ne? Der ist auch ganz klar. Der ist glasklar. Der ist auch glasklar. Dann ist der auch glasklar. Und der ist dann auch glasklar. Und ja, der auch. Ey, was? Das ist ja richtig cool, Leute. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das auch geschafft. Ey, sehr gut, ne? Puzzle complete. Und jetzt können wir, glaube ich, hier, warte mal, mal gucken. Oh ja, der ist glasklar, oder? Doch nicht so glasklar. Nee, nee, der ist oben rechts, der ist da, der ist auch nicht. Nee, den legen wir jetzt mal zurück, der ist noch nicht so sicher. Der ist aber sicher dann, ne? Ja, der ist sicher, dann ist der auch sicher. Dann ist der auch sicher. Ja, okay, dann ist der auch sicher. Oh mein Gott, dann ist der... Den packst du drüber. Ja, oh, guck mal, Gott. Was? Ey, wir haben jetzt doch keine Runde die Tipps gebraucht. Wie sieht das überhaupt aus, wenn wir nach Tipps fragen? Okay, Level 7. Und neues Outfit für die Blaue. Die hat neues Outfit frei. Mal gucken, haben wir die Blaue am Start? Ja, guck mal. Komm. Hier, die spielt Klavier. Oh, wie gut. Okay, warte, was ist denn bei Hint? Oh, das ist ja cool. Können wir das unendlich? Ich glaube schon, oder? Doch, man könnte das... Aber das dürfen wir nicht machen. Das wäre sonst zu einfach. Okay, dann hier... Das ist auf jeden Fall glasklar. Oh, es hat schon sehr geholfen jetzt gerade mit dem Hints. Das stimmt. Also ich hätte es nicht herausgefunden. Einfach so in die Mitte gepackt, das Ding, ne? Ja. Okay, das werden wir auf jeden Fall nicht nutzen, Leute. Wenn wir gar keinen Weg mehr wissen, dann haben wir es auf jeden Fall. So, jetzt hier, guck mal. Next Puzzle. Was glaubst du, dass wir hier machen? Die gelbe könnte unten hin, das, genau. Ne? Oh, das ist auch glasklar. Dann haben wir... Ich sag den Orangen in die Mitte. In die Mitte links, einfach? Links, genau. Ich glaube schon. Einfach so? Nee, runter, ja. Einfach so. Guck mal hier. Yeah! Okay, warte mal, wir müssen kurz überlegen. Ich glaube, das Ding kommt so da hin. Ja. Dann kommt das Ding hier hin. Ah. Oh. Nee. Hä, wo kommt das hin? Ah. Oh. So, und dann Klavier spielen. Ey, guck mal, was haben wir? Drei einfach ein Outfit an, Alter. Wie cool sieht das bitte schon aus? So, sieht echt richtig cool aus. Jetzt haben wir schon fast Level 8 und Puzzle ist komplett, Leute. Mal gucken, was haben wir als nächstes für ein Puzzle? Okay, der ist sicher. Der war sicher, ne? Dann haben wir den sicher. Den auch sicher hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, das war eine easy Runde. Ich komm nicht mal so schnell mit, ne? Du konntest nicht mal was sagen, ich weiß. Alter, Schwede, das ist... Okay, Puzzle ist auch wieder komplett. Wow. Wir haben jetzt gleich ein neues Outfit frei, sehe ich gerade. Und, Alter, jetzt ist auf jeden Fall... Das sind die Level, die ein bisschen schwieriger sind, ne? Wo wir... Ah, ne, die... Die sind ja immer klar. Guck mal. Den Lianen würde ich ganz unten links hin machen. So? Ja. Stimmt, Tatsache. Dann kommt dann der hier Katze hin. Die graue Katze nach dort, ja. Oh. Die rote. Einfach die Katzen. Immer noch die Katzenflüsterer. Wir sind gerade echt die Katzenflüsterer, ne? Und jetzt sind wir Level 8. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir 9 Skin für Blöcke. Spielen wir doch gar nicht. Wir spielen doch gar keine Blöcke, Leute. Oh, der ist gerade angezeigt, dass wir als nächstes anscheinend den harten Modus haben, ne? Wo... richtig, richtig schwierige Puzzle sein werden. Gucken, ob wir die auch schaffen. Na, doch, so. Oder? Nee. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Ne? Als ob, einfach so. So? Oh, so was? Tatsache. Und er kommt da rein und zack, guck mal. Nicht. Das sah ja richtig gut aus, Leute. Jetzt haben wir hier zack, fast Level 9 jetzt sogar schon. Und nächstes Ding. Und jetzt kommt anscheinend das erste Hard-Mode-Ding. Yo! Okay, okay. Der ist noch leicht. Aber das ist für uns... Der kommt noch ganz unten rechts. Der blaue kommt noch ganz unten rechts, sage ich. Der blaue so? Nee, der türkise. Ah, oh ja. Auf jeden Fall. Oh, doch nicht. Denn so. Und dann kommt der hier hin. Nee, der ist falsch. Nee. Und der... Hä? Okay, oh warte mein Gott. Mal. Der blaue kommt noch ganz unten. Der blaue hier? Der blaue kommt noch ganz unten und da drüber kommt die Viereckkatze. Nee, das geht nicht. Aber okay, das wäre... Oh, was könnte denn jetzt... Okay, jetzt könnte vielleicht das erste Level... Oder sagt er uns vielleicht nicht, ob was richtig ist? Könnte natürlich auch sein, ne? Beim harten. Ist es falsch? Warte mal, so. Jawohl. Dann kommt... Oh, so. Ach, und jetzt, guck mal. Es ist eins über. Es bleibt beim einer über. Beim Hartmus bleibt quasi eine Katze über. Das heißt, die sitzt ganz allein da unten. Ey, das ist doch mal... Die arme Katze. Und wir kriegen gleich neue Outfits, ne? Die sehen wir schon richtig cool aus. Okay, das auf jeden Fall. Dann ist das auf jeden Fall. Oh ja. Dann das vielleicht so. Oh, als was? Ob. Und da, und der oh so? Mein Gott. Okay, warte, jetzt kommt der auf jeden Fall. Eine Viereckskatze nach unten links? Alter. Der, warte mal, eine Viereckskatze? Ganz unten links, ja. Ja, okay. Guck mal, also... Und so. Da.
Oh das mein soll Gott. Das Schwierige sein. Oh mein Gott. Wir nehmen alles. Das ist einfach. Oh mein Gott, wir haben alles auseinandergenommen. Wir haben alles auseinandergenommen, Leute. Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt fehlt noch eine. Ein Winner, haben wir ein neues Outfit für eine Katze. Einmal frei. Okay, das 100%. Ja. Yeah. Das so? Ja. Nee. So vielleicht? Weiter runter, das. Weiter runter. Ich glaube, den könntest du connecten rechts. Rechts, 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 rechts. Da, hoch. Ja, rechts. Oh. Ja? Nee. Oh, netter Versuch auf jeden Fall. Dann haben wir das hier. Ja. Und dann haben wir den hier. Ja. Okay, dann haben wir den hier. Die grüne Katze nach links. Die grüne Katze nach links. Stimmt. Das ist ein guter Call. Das ein höher? Nee. Nach ganz rechts, so? Ja. Hä? So. Hä? Okay, warte mal. Vielleicht sind die auch nicht genutzt. Vielleicht müssen wir die nicht nutzen. Das hier. Ja, Mann. Stark. Dann hier. Starker. Oh. No, stärker. Oh, yo. Und den braucht man nicht hier. Den Wurm. Wie die Katze eigentlich aussieht. Jetzt haben wir Level 9. Und nice Out-Hit. Spirited Meower. Oh, neuer Titel. Oh nein, wir haben nur einen neuen Dings. Warte mal, im Menü. Haben wir kein Outfit hier bekommen? Nee, ne? Anscheinend nicht. Tatsache noch nicht. Okay, kein Problem, Leute. Wir gehen rein jetzt hier in ein richtig schwieriges Puzzle. Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott. Das ist leicht. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, Alter, das sieht richtig schwer aus, ne? Okay, jetzt mal kurz überlegen. Das hier auf jeden Fall, warte. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie sicher. Dann so. Ja. Dann haben wir den. Den. Du brauchst gar nicht nachdenken. Nee, wieso? Ja, weil du bist einfach der, du schaffst einfach alles. Ich bin einfach hier der Katzenflüsterer. Ich bin der Katzenflüsterer. Der Katzen. Guck dir das an. Flüsterer. Okay, warte. Dann fehlt hier auf jeden Fall. Oh, der hier. Den letzten. Dann. So. So. Und jetzt haben wir alle nutzen. Alter, das war krass. Ey, das war richtig krass, muss ich sagen, ne? Das war auch echt ein krasses Level. Okay, so hier. Das Puzzle easy geschafft, Leute. Das sieht jetzt auch ein bisschen. So, was haben wir hier noch? Das hier so. Hätte ich jetzt gedacht. Die gelbe Katze, ne? Kommt unten in die Mitte hin, sage ich. Die gelbe Katze, die hier, ne? Die gelbe kommt unten in die Mitte. Ja, ja, das, ja, 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 das auf jeden Fall. Denn das hier kommt so. Ja. Denn hier. Oh ja, Mann. Dann kommt das. Oh, jetzt geht's doch. Okay. Dann haben wir das. So. So. So vielleicht? Okay, warte mal. Jetzt legen wir erstmal ganz kurz hier die Katzen hier rein. Ah. Okay. Okay. Oh mein Gott. Der war krass auf jeden Fall, ne? Der war gerade richtig krass. So, Level auch geschafft. Easy. Na guck, was haben wir jetzt? Jetzt kommt, glaube ich, was richtig krass. Ey, wir bekommen gleich noch zwei Level und kommen ein neues Aussehen. Oh, stimmt. Du hast recht. Okay, warte mal. Hier. Das war leicht. Das war schade. Entweder kommt das dahin oder es kommt dahin. Es kam dahin. Okay, was siehst du noch irgendwas? Siehst du hier noch irgendwas? Das hier? Das ist. Nee. Ja, hätte ich auch gedacht. So. Was ist mit der Quadratkatze? Kommt die oben rein in die Mitte? Ja. Sehr guter Call. Okay. Dann kommt das safe dahin. Ja, Mann. Dann kommt die dahin. Eine lange Katze oben links. Die dahin. Oh nee, warte mal. Die kommt drüber. Der kommt lange rüber. Lachs. Der lange Lachs. Und ja. Ja, und eine ist alleine jetzt hier. Und jetzt kommt schon neues Katzenoutfit endlich mal wieder. Wir haben lange kein. Und ein neues Level? Fast Level 10 jetzt hier. Oh, es fehlt noch ein Win. Ich hoffe, für die Viereckskatze kommt ein Anzug. Ich hoffe auch, Alter. Die braucht auf jeden Fall ein neues Outfit. So, ja. Okay, das war schon mal richtig. Dann eine das. Eine blaue. So, so. Mhm. Oh. Eine blaue kommt unten rechts hin. Eine blaue kommt unten rechts hin. Ja. Tatsache, sehr guter Call. Dann kommt das dahin. Stark, das dahin. Das kommt dahin, das kommt jetzt dahin. Oh! Was? Oh, das wäre auch zu schön gewesen. Ey, als ob das nicht passt. Aber welche kommt dann? Die pinke. Dann kommt ihr. Stimmt, Tatsache. Dann kommt die dahin. Und jetzt kommt die dahin. Blaue da unten. Oh! Oh! Alle gebraucht. Wir haben jetzt gerade alle gebraucht bei dem Level. Das war richtig krass. Und für welche Katze bekommen wir ein neues Outfit? Level 10 und neues Outfit für die. Die sieht aus wie ein Toastbrot jetzt. Ey, es war echt für die 4X-Katze, so wie ich gesagt habe. Wie du es gesagt hast, einmal, das sah aus wie ein Toastbrot jetzt hier, ne? Okay, warte, jetzt haben wir das aller schwerste Level. Mal gucken. Oha. Oha. Oha.
Oha, Leute! Oh, fast. Ich dachte, jetzt mache ich hier jeden Call richtig. Das wäre zu krass gewesen. Das wäre echt zu krass gewesen. Okay, warte mal. Auf jeden Fall kommt hier oben die Viereckskatze rein. Dann kommt hier die... Ja. 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 Oh mein Gott, Alter. Ey, das sah richtig crazy aus, Leute. Und das war so einfach hier von dem Puzzle-Katzen. Wenn ihr noch sehen wollt, wie wir bis zu Level 20 spielen, dann lasst einfach gerne ein Like und Abo. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus, Leute. Einfach raufklicken. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.